Johai, hier ist Otto von Session aus unserer Filiale hier in Frankfurt in unserem gibsten Raum. Und wenn man diese wunderbare McCarthy Single Cut sieht und vor allen Dingen diese 1959er Dirty Lemon Les Paul von Gibson, könnte man auf die Frage kommen, darf Paul Paul? Und wenn ja, wie viele? Jetzt im Video. Single Cut 594 gegen Gibson Les Paul Standard. Und klar, der Titel unserer Versus-Reihe oder die Titel unserer Versus-Reihen sind immer so ein bisschen provokant und so weiter. Man könnte ja auch sagen, PRS mit Gibson. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es sich um zwei verschiedene Hersteller handelt. Ne? Also klar, PRS-Gitars hat mit Gibson-Gitars überhaupt nichts zu tun. Ja? Und trotzdem gibt es natürlich einen guten Grund, warum ich mich jetzt in diesem Fall mal um das Les Paul-Modell bemühe, des Originalherstellers Gibson, die ich euch auch gleich noch im Video zeigen werde. Denn wenn ihr euch beide Gitarren erstmal so optisch anschaut, dann gibt es natürlich so ein paar Gemeinsamkeiten. Und das macht es für mich natürlich zum Grund, auch da ein weiteres Mal etwas genauer hinzusehen. Ja? Und ich meine, Paul Reed hat sich einen Namen gemacht Mitte der 80er. In meiner Erinnerung mit der PRS Custom 24, also praktisch eine Gitarre, die ich auch schon sehr oft im Video vorgestellt habe, die so eine, sag mal, eine Vermischung ist von legendären Gitarren der Marke Fender und legendären Gitarren der Marke Gibson. Ja? Und irgendwie auch in meiner Welt ist es so, dass natürlich die beiden Marken Fender und Gibson für mich auch sehr, sehr groß sind, wenn nicht wirklich ikonisch in meiner Vorstellung, weil meine ganzen Helden meistens auch diese alten Gitarren spielen oder weil auch diese ganze Musik diese ganze ältere Musik, auf die ich auch wirklich stehe, sehr oft auch auf alten Gitarren gespielt wurde oder auf Gitarren dieser beiden Hersteller gespielt wurde. Ja. Auf der anderen Seite könnte man natürlich die Frage stellen, darf es jetzt keine neuen Gitarren mehr geben? Ja? Und da macht Paul natürlich, oder hat Paul wirklich was Einzigartiges geschafft, auch damals mit der Custom 24 bis heute wirklich ein eigenes Gitarrenmodell zu etablieren, was sogar in meiner Welt, die sehr bipolar, ne, also Fender Gibson orientiert, das wirklich einen großen, großen Platz hat. Ja. Und das Witzige ist, dass die Single Cut in dem Moment ein bisschen abweicht von der Custom 24, weil sie sich wirklich kompromisslos an die Specs der Original Gibson Les Paul annähert. Das soll heißen, zum Beispiel die Frage der Mensur, wo ja immer gefragt, was ist denn eigentlich die Mensur? Die Mensur ist nichts anderes als die Strecke von Brücke zu Sattel. Ja, sind bei einer Les Paul 628 mm und oder 24,7
5 Zoll. Ja? Und es ist natürlich nicht grundlos der Fall, dass die Mercati 594 heißt, denn die Mensur einer Single Cut von PRS sind 24,594 Inch im Gegensatz zu einer Les Paul Standard 24,75 Inch. Ja? Jetzt wird darüber gestritten, was ist die Originalmensur einer Single Cut Gitarre oder einer Gibson Les Paul. Ich weiß es nicht. Ich habe mal Paul, er war ja schon öfter bei uns auch im Verkauf und da hat er mir auch davon erzählt, dass er die richtige Mensur hat und Gibson die falsche. So ist er halt. Ja? Er ist in manchen Momenten etwas spaßbefreit und nimmt die Sache wirklich ernst. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Marke so erfolgreich ist. Ja? Weil PRS und Gibson sind natürlich von der Genetik her komplett unterschiedlich. Komplett unterschiedlich. Bei Gibson geht es um Rock'n'Roll, Gibson ist schmutzig, Gibson ist manchmal ein bisschen ungenau, Gibson ist manchmal ein bisschen, naja, passt schon, ja, und natürlich auch auf Qualität bedacht, ja, aber irgendwie verzeiht man Gibson in manchen Fällen etwas mehr, bei PRS ist das gar nicht der Fall. Ja, also PRS-Fans finden Gibson-Gitarren oft gar nicht so geil, weil da so ein bisschen nachlässig auch manchmal gearbeitet wird und Paul ist natürlich, ich meine, da gibt es ja Bilder von durchgesägten Gitarren, die irgendwelche Standards nicht erfüllen und so weiter. Und da passt natürlich auch dieses nerdige, meine Mensur ist die richtige und die andere ist die falsche. Und auch was die Holzauswahl angeht, ich meine, schaut euch mal dieses Top an. Ist jetzt eine ganz normale Mercati, keine 10-Top. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, oft habt ihr hier ja praktisch nochmal eine 10 stehen für einen 10-Top. Das heißt eine selektierte Decke, das heißt, hab euch hier eine ganz, ganz normale Mercati rausgesucht in diesem geilen Smoke Burst. Und wirklich ist auch interessant, dass da Paul auch sagt, wisst ihr was, ich mache euch einfach eine Gitarre, wie ich sag oder wie ich gerne eine Les Paul hätte. Ja, und das passt schon, wobei es ein paar Änderungen gibt in dem Moment, was die Elektrik angeht. Ihr könnt zum Beispiel auch die Pickups splitten, ja, wenn ich jetzt auf dem Stegpicker bin. Oder Humbucker wieder, ja? Super geile Pickups auch, die 5815. Manchmal ist es hier noch ein bisschen eingraviert. Es gibt ja die 8515 und die 5815. Hier sehe ich es ein bisschen im Bild. 5815 Pickups. Und da hat sich Paul wirklich mit diesem TCI-Verfahren sehr weit nach oben bewegt. Also ich bin ja ein großer Fan von geilen Pickups und da macht Paul wirklich in dem Moment vielen was vor, weil er wirklich seine Pickups von damals, auch ich meine, 85 ging es ja irgendwie los. Ich war nie so ein großer Fan von Paul Reed Smith. Pickups waren für mich immer so ein bisschen dumpf. Hat er wohl irgendwann selber gehört und hat die alle überarbeitet. Und egal, welche PRS ihr jetzt auch vom Haken nehmt, ihr werdet immer hören, obergeile Pickups, was ist denn da los? Ja, also das macht er wirklich klasse. Und jetzt müssten die Gitarren natürlich von der Idee her relativ ähnlich klingen. Vielleicht tun sie das ja auch, aber das ist ja auch irgendwie Sinn dieser Reihe hier. Dass
Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen Gaga, ne? Irgendwie sagen jetzt vielleicht Leute von euch, hey, der Olli spielt auf einer Gibson viel geiler. Und irgendwie das, dieses Psycho-Ding bekommt man natürlich auch nie aus dem Kopf raus. Ne? Wenn man so Fan ist von so alten, originalen Gitarren, dann schätzt man das wert. Ja? Und ich lebe das auch irgendwie, finde es obergeil. Auf der anderen Seite respektiere ich natürlich und feiere auch diesen Aufwand, den Paul betreibt bei seinem Weg. Das ist der absolute Hammer. Ja? Und gerade beide Gitarren, ich kann es einfach nochmal hin und her spielen, klingen ja schon irgendwie auch ähnlich, aber irgendwie auch wieder gar nicht ähnlich. Ja? Und das Witzige ist natürlich, wenn ihr zu uns in den Laden kommt, ja, ihr findet ja beides. Ihr findet wirklich unfassbar viele Gibson-Gitarren und unfassbar viele Paul Reed Smith-Gitarren oder PRS-Gitarren. Und oft ist es so, dass man das ja vorher schon weiß, wonach man sucht. Ja, und gerade wenn man so jemand ist, der auch wirklich auf diese Hölzer schaut und sagt, ey, ich stehe einfach auf diese wertschätzende Arbeit und diese Verarbeitung und diesen Weg, den Paul da geht. Auch diese Vögelchen, ne, das ist natürlich schon einfach die Tradition von Paul, das einfach schön zu machen, ja. Und eine Gibson Les Paul ist ja nicht schön, aber eine PRS ist schön, ja. Ich meine, jetzt könnte man die Frage stellen, muss denn eine Gitarre schön sein? Ich meine, schreibt unter das Video, sollen Gitarren schön sein? Müssen Gitarren schön sein? Ist das eine schöne Gitarre? Also eigentlich nicht besonders, ne? Ein bisschen Flammen drauf und ich meine, ich hätte jetzt eine wilder gemaserte nehmen können, aber ich habe jetzt extra mal auch eine ungeagte an den Start genommen und wir haben schon intern im Laden haben wir schon irgendwie den Fall so durchgespielt. Paul Reed kommt auf die Messe, die es leider nicht mehr gibt, aber ich sage, hey, wie sieht's denn aus? Wann kommen eigentlich deine Murphy Lab PRS oder gereinigte Gitarren? Ich glaube, da ist er wirklich spaßbefreit. Ne? Also wenn man ihn auf so geagte Gitarren anspricht, da hört der Spaß auf. Und verstehe ich auch so ein bisschen, oder nee, nicht so ein bisschen, ich verstehe es eigentlich ganz, weil für ihn ist das wirklich ein wirklich Ausweis von Sorgfalt, ja, dass eben seine Gitarren diesen High-Gloss-Standard haben. Und er sagt, nee, zerkratzen könnt ihr eure Gitarren selber. Und deswegen habe ich natürlich auch hier von Gibson auch mal eine VS bzw. eine ungeagte Gitarre ins Videostudio geführt. Auch übrigens eine 59er, also vom Hals her auch sehr, sehr ähnlich, der Single Cut. Und ich habe mal gemessen, ich habe mal die Mensur gemessen, der Zollstock liegt auch auf dem Boden. Das glaube ich, ist auch mal die Frage, wo die Reiter stehen wegen der Oktavreinheit. Ja, ich habe jetzt die Oktavreinheit nicht nochmal ganz genau kontrolliert, aber da geht es vielleicht um Millimeter. Also das kann den Unterschied nicht machen. In dem Fall sind es hier Custom Bucker und hier die 8515. Übrigens auch vier Knöpfe, ja, normalerweise, also ist auch so eine Geschichte. Und man fragt sich natürlich manchmal, ey, sag mal, darf Paul eigentlich Les Paul klauen oder sowas? Ja, und da entbrennen natürlich immer mal wieder Streits vor Gericht, ja, was darf von Herstellern am Gitarrendesign wirklich auch geklaut werden oder übernommen werden und so weiter. Und Gibson hat es nicht geschafft, die Form zu schützen, aber immerhin die Kopfplatte. Das heißt, an der Kopfplatte seht ihr natürlich absolut den Unterschied von Gibson und PRS. Und ich finde, das muss ich jetzt auch mal sagen, also die Kopfplatte von PRS, ja, ist wirklich der Hammer, weil oft ist es ja so, dass man dann irgendwelche vermurksten, weil man es halt nicht genauso machen darf wie Gibson oder wie Fender, dann vermurkste Kopfplatten sieht und irgendwie gefällt es einem nicht, weil man sagt, hey, das passt da was nicht. Ne? Aber
PRS. Vielleicht auch einfach, weil es schon so lange da ist. Ja? Das ist ja auch irgendwie so die Macht der Gewohnheit. Man will dann einfach das sehen, was man kennt. Ja, und da bin ich auch ein bisschen altmodisch, ein bisschen zickig und brauche jetzt unbedingt nicht viele neue Sachen und so weiter. Ne? Aber PRS, obergeil. Ja? Schreibt unter das Video, was ihr von Gibson haltet, ob Gibson wirklich schlampig ist und PRS wirklich nerdig genau. Oder schreibt unter das Video, was ihr von unserer Versus-Reihe haltet. Mir macht es immer Spaß, euch auch in die Situation zu versetzen, in der ihr wärt, wenn ihr hier sitzen würdet. Weil ich mache nichts anderes als Gitarren umstecken. Ja? Und das macht mir wirklich Spaß. Ist ein bisschen Arbeit, das alles irgendwie herzurichten und Gitarren genau einzustellen, aber drauf geschissen, ich mache es gerne. Und vor allen Dingen habt ihr dann immer einen Eindruck, aha, wie wäre es denn, wenn ich das selber umstecken würde. Und auch wenn ihr bei uns im Verkauf seid, ihr werdet genau dasselbe erleben. Ihr nehmt euch eine PRS runter, ihr nehmt euch eine Single Cut runter oder nehmt euch eine McCarthy runter oder eine Custom 24 oder dann vielleicht auch eine SG oder vielleicht auch eine teure oder eine billige Les Paul und schaut einfach, wie weit ihr kommt. Ja, einfach, das mag ich an unseren Videos. Ich muss es auch einfach mal sagen, ich mag das, dass ich einfach hier sitze und es gibt wenig Loops und wenig Playbacks. Ja, heute habe ich mal ohne Looper gespielt, aber einfach, ich zeige euch, was dabei rauskommt, wenn man die Gitarre nimmt und an Amp anschließt, das war's. Ja, und das ist irgendwie witzig. Hab heute mal den Friedman Little Sister am Start mit ein bisschen Hall vom Golden Reverberator und heute hatte ich mal Bock auf die Fryatt Power Station, weil ich ein bisschen Endstufe haben wollte, aber die ist ja auch öfter mal in den Videos vertreten, aber das sind meine Zutaten. Das ist wirklich alles und um mehr muss es auch irgendwie gar nicht gehen. Ja. Zu tun hat, guckt einfach mal auch bei Facebook und bei Instagram vorbei. Das ist natürlich mein Werbeteil. Wir machen die Videos für euch und ich habe es ja schon vorhin gesagt, es macht mir einfach Spaß, euch das alles zu zeigen. Wir haben verschiedene Serien. Ollis Spielwiese muss ich mal wieder machen. Das ist schon lange irgendwie still geworden. Schreibt vielleicht mal unter das Video, was ihr von mir immer noch nicht gelernt habt oder von mir immer noch nicht gehört habt. Ich habe ja schon alles irgendwie 30 Mal gesagt, aber vielleicht gibt es ja noch was ich vergessen habe. Ja? Aber das ist super. Beziehungsweise, wir haben mittlerweile 100.000 Abonnenten. Die große Party muss noch geplant werden. Fordert doch mal die Party ein unter dem Video. Sag mal hier, wir wollen eine 100.000 Abonnenten-Olli-Party haben und dann geht's auch irgendwie mal ab. Ja. Beziehungsweise, wenn ihr immer noch zuhört, dann schaut einfach mal auf die Session-App. Jo, da sind wir auch schon. Ihr seht hier dreimal neu. Letzte Video, Universal Audio, war auch super geil. Beziehungsweise, ihr gebt einfach hier oben in die Suche ein, zum Beispiel PRS. Ja, einfach mal suchen und dann kommen die ganzen Artikel. Natürlich auch Amps und Boxen und Pedale. Ja? Also Paul ist da sehr, sehr aktiv. Hier die Silver Sky
die S2 Custom. Pickups könnt ihr kaufen, Saiten könnt ihr kaufen. Da ist der Phaser oder Flanger, den ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Gurte und natürlich Gitarren. Also mega. Ihr könnt wirklich einfach euch mal treiben lassen auf der Page oder auf der App oder in der App treiben lassen oder beziehungsweise mal auf unsere Seite gehen oder unter dem Video auch mal schauen. Da haben wir alle PRS-Sachen auch verlinkt. Wir geben uns wirklich Mühe, euch so den Einstieg auch so einfach wie möglich zu machen. Ja, weil auch für mich ist es manchmal schwierig. Ich denke so, ah, PRS, was haben die denn alles am Start? Und schon überlegt, ich mache vielleicht mal so ein Serienüberblick-Video beziehungsweise mal so einen Überblick über die verschiedenen Modelle. Lohnt sich auf jeden Fall und das wird auf jeden Fall auch noch folgen. Heute PRS Single Cut McCarty gegen 1959er Les Paul Custom Shop von Gibson gezeigt in unserem Versus Video. Und natürlich stelle ich die beiden Schätzchen wieder an ihren Platz. Und wenn ihr vorbeikommt, dürft ihr alle spielen. Tschüss!